den zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern und dem Institutsdirektor. Jeder dürfe sich jetzt einen Traum erfüllen. Mitarbeiter 1 wünscht sich mit seiner Freundin auf eine tropische Insel und so passiert es. Mitarbeiter 2 wünscht sich und seine Kumpels auf eine verschneite Berghütte und so geschieht es. Der Chef wünscht sich, dass die beiden nach der Mittagspause wieder im Labor sind. Später, als ich als Gutachter für die UN arbeitete, floss irgendwann das Geld. Aber ich hatte nun überhaupt keine Zeit mehr. Und im Alter würde ich womöglich genügend Geld plus Zeit haben, aber keine Puste mehr. Ich würde um meine Gesundheit kämpfen und nicht um irgendwelche Träume. Wenn es einen absolut todsicheren Weg gibt, Träume niemals zu verwirklichen, dann muss man nur darauf warten, dass man irgendwann alles hat. Kraft und Gesundheit und Geld und Zeit und Fantasie. Von den alten Träumen träumte ich schon lange nicht mehr, aktiv, noch nicht einmal für die Dauer eines Seifenblasenlebens. Irgendwann, dann würde ich das machen. Ich meine, man muss auch realistisch sein, nicht? Oder? Das habe ich so oft gehört, als wir gesagt haben, wir fahren los. Man muss realistisch sein. Ihr habt, ich kann das Wort schon gar nicht mehr aussprechen, so oft habe ich das gehört. Ihr habt ein 6 Monate altes Baby, ihr habt ein schwer behindertes Kind, ihr habt zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so viel Geld. Und dann wollt ihr 2 Jahre um die Welt fahren. Das ist nicht realistisch. Realistisch sein bedeutet, voll auf das Irgendwann zu setzen. Allerdings handelt es sich beim Irgendwann um einen wirklich komplizierten Tag. Der Tag, an dem man alles gleichzeitig hat. Genug Geld, um sich nie mehr deswegen Sorgen zu machen. Allein dafür liegt die Chance ungefähr bei höchstens 1 zu 75 Millionen, wenn man zum Beispiel von einem Lottogewinn ausgeht. Dann musste man am besten auch noch kerngesund sein, und zwar gleichzeitig. Das macht dann etwa 1 zu 300 Millionen. Zusätzlich darf man durch keine Verantwortung an einen Ort gebunden sein. Also kranke Verwandte oder Kinder in dramatischen Teenager-Beziehungen und so weiter gehen auch nicht. Dann ist man, sagen wir mal, bei 1 zu 500 Millionen. Und zu guter Letzt muss man genau an diesem Tag auch noch Zeit haben. Trotz der ganzen Kohle, die man ja angeblich generieren muss, was wiederum heißt, dass irgendwelche halbwegs ehrbaren Berufe gar nicht erst in Frage kommen. Was einmal der Berufsberatung mit 18 aber keiner gesagt hat. Man braucht also wahrscheinlich auch noch einen neuen Job. Tendenziell eher etwas Kriminelles oder an der Börse. Und zwar sofort. Und weil das alles gleichzeitig zusammenkommen muss, liegt die Gesamteintreffenswahrscheinlichkeit für das Irgendwann so ungefähr bei 1 zu 1 Milliarde. Wobei das Dumme ist, dass so ein Leben, wenn es hochkommt und gut läuft, ja nur 30.000 Tage hat. Wenn man also ganz realistisch ist und wartet, dann kann es locker mal 3.333 Leben dauern, bis man endlich den richtigen Tag erwischt und es irgendwann anfängt.